finde ich sehr angenehm. Weil hier macht man das quasi automatisch, was man früher per Hand machen musste. Was irgendwie auch auf die PlayStation 4 zutrifft, wenn ich mir das gerade so überlege. Weil jetzt müssen wir nicht mehr schneiden und nichts und deswegen können wir noch mehr Videos machen. Noch kurz Adlerauge, ob hier auch kein Förster in der Nähe ist. Alter, die Bastille ist gestürmt, die ist offen, hier ist nichts mehr los, warum sitzt er noch da im Knast, Alter, das sind doch die freiwillig Doofen. Ah, alles klar, ein Profi. Sneak, 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 sneak. Kill, 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 kill. Ach, wir haben jetzt nämlich einen coolen Kill. Zeig, ach, dann zeige ich den mal dem. Zack. Und. Puh. Der war nicht so cool, wie ich dachte. Warte. Weil der kann irgendwie an Leuten vorbeirutschen und dann. Das Bein wegziehen und einfach mal einstechen. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Kein Attentat aus dem Versteck? Nee, das haben die irgendwie rausgenommen, aber. Ja, das System hat sich halt verändert. Gerade raus, oder? Dass du einfach so eine Hand, die rauskommt und ihn reinzieht oder so. Ja, sowas ja früher auch schon. Soll mal sehen? Ja! Genau, solche Rennattentate finde ich auch sehr schön. Apropos aus dem Versteck. Man konnte ja schon immer Leichen durch die Gegend tragen. Aber hier auch nicht. Zumindest kann man jetzt wieder in Syndikat. Und wenn man eine Leiche in den Heuhaufen geworfen hat, kann man die jetzt auch wieder rausnehmen. Unverbrauchte Sinnpunkte, also das ändere ich doch mal. Nee, der Herr. Anpassen, Fähigkeiten. Ja, für was denn? Pistole habe ich noch nicht. Eine Leuchtbombe, die großen Jungen. Oh, Leuchtbombe klingt gut. Dann nehme ich die mal. Passt auch zum Sneaky. Und wenn ich so unvorsichtig spiele wie jetzt gerade, dann passt das auch. Nochmal Adlerauge. Natürlich. Das war solide. Sein letztes Bild. Ja, genau. Das finde ich ganz nett mit diesem letztes Bild zeigen für. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht im Kampf. So, Strickleiter. Oh, kann ich da raus? Bitte sagen wir, dass ich da raus kann. Nein, kann ich nicht. Shoot. Achso, das ist ein großer, der muss ich wegräumen. Hey, komm zurück! Nö. Sehe ich aber gar nicht ein. Du verdammt langsam! Diese Phantomklinge ist schon nützlich. Aber die kann ich sicherlich nicht looten. Weil man ja das meiste nur bei den Händlern bekommt. Ich würde gerne irgendwo so rauskommen, dass ich auf den Aussichtspunkt kann. Weil das ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, Aussichtspunkte sammeln. Und insgesamt so Open World Sammelspiele, das ist einfach mein Jam. Wie man so schön sagt. In der Musiksprache. Da habe ich so einen Sweet Spot für. Darum bin ich auch von Infamous Second Son so begeistert, weil es hat alles, was ich an dem Spiel mag. Und insgesamt alles, was ich mag. Open World, Parcours, Feuer, Kette als Waffe, die Entscheidung, gut oder böse zu sein. Also, ich glaube, ich kann nicht mehr von dem Spiel erwarten, verlangen oder mir wünschen. Das habe ich schon oft gedacht und dann kam wieder irgendein neues Spiel raus. Also mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein. Was machst du? Trägst du das Ding jetzt ab? Ah ja.
Und was ich auch sehr schön finde, ist halt dieses neue Parcoursystem, wie flüssig das aussieht und läuft. So, hier ist auch irgendwo so ein Objekt. Und wenn ich schon mal in der Ecke bin, dann sammle ich das auch gleich. Huch. Ah ja, genau. Was ich nur schade finde, dass die das Organisieren der Bruderschaft auf eine App ausgesondert haben. Und wir haben leider kein Android-Gerät, mit dem wir das abspielen können. Aber wir haben schon überlegt, wenn das hier mit dem Twitch mehr wird, dann könnte sich das lohnen, dass wir den Twitch-Chat besser im Auge behalten können. Weil mit meinem Laptop ist das immer ein bisschen umständlich, weil der nicht der zuverlässigste ist. Mit so einem Tablet könnte das dann ganz cool sein, wenn man das dann noch für die Apps benutzen kann, auch bei GTA. Wo ja auch gerade, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das gerade die ersten Folgen aufgenommen worden. Und da kann man den Hund mit trainieren und Auto machen, also customizen. Also ja, mal sehen. Erstmal gucken und dann Meter weg sein. Und sollte das irgendjemand sehen und meint, der redet wir, dann denkt euch immer, in meinem Kopf ist es immer so. Ich muss dann leben. Ihr könnt ausschalten. Ich mach dich wieder! Das war's easy. Achso, wieder eine Truhe. Die Tür schon hacken. Ein Ding, ja. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist jetzt. Das ist eigentlich leicht. Ernsthaft. Mach mich jetzt nicht schwach. Geht noch. Ah, dieses Minispiel finde ich eigentlich ganz lustig. Ist jetzt nicht das neueste, aber ein solides System. 44 in dem Bezirk. Jo. Vor allem zerbricht der Dietrich dann? Ja. Wie stelle ich mir vor, dass er da ist? Vorsicht, Vorsicht, klack. Oh. Ja, ja. Wie bei Skyrim auch schon. Da war es doch auch so. Ja, aber die brechen, wenn sie zu lange erst in einem Ding wackeln. Das ist ja instant. Ja. Ich habe selber noch. Ja, doch, ich habe so ein ganz, ganz simples Schloss geknackt, als ich 5 war. Da halb dachte ich, ich bin voll der Macker. Es war hier von so einer Spardose, so ein ganz, ganz billiges Ding. Das konntest du mit der Hand aufziehen, also das zu knacken war jetzt nicht die Kunst, aber ich hab's mit so einem Draht gemacht. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie schwer das bei so einem echten ist, also wie viel Kraft du da aufwenden musst und wie viel Fingerspitzengefühl. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass du da Vorsicht, Vorsicht achten musst. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Na, wie man sieht, Paris halt wirklich sehr, sehr groß. Und dann ist auch noch Versailles drin, wo ja auch viel los war zu dieser Zeit. Achso, ich dachte, jetzt springt ihr da ins Fluss. Was sagt ihr da? Ihr müsst euch beruhigen. Achso, ja. Dann muss er noch die Leiter abgeben. Ja, Versailles. Und dann ist auch ein DLC draußen. Das fand ich richtig geil, dass der umsonst war. Weil das waren nochmal 8 GB. Und der einfach mal kostenlos dabei. Weiß nicht, warum das so ist, aber ich hab's sehr gefeiert. Was ist denn ein DLC? Das nennt sich Dead Kings. Das ist nochmal ein Story-DLC. Da ist auch eine sehr geile Waffengattung mit drinne. Du hast Freundesanfrage von Snoop Killer. Ja, das nehme ich doch sehr gerne an. Ist das einer, der zuguckt? Wenn ja, bitte Nachricht schreiben oder irgendwie. Also schreib mir eine Nachricht und ich weiß dann, dass du es bist. So, Ausstattung wollte ich. Ich will nicht diese geile Waffen. Waffen wollte ich. Nicht der Ausstattung der Waffen. So, Guillotinflinte. Das ist schon sehr nah an der versteckten Guillotine. Und hier, das ist halt schon
einfach mal einen Mörser mit einer Axt. Ist irgendwie eine Ansage. Und die ist halt in dem DLC mit drin. Und das ist halt irgendwie Story-DLC, spielt vielleicht nach der Revolution, ich weiß es nicht. Und wenn wir hier so gerade am Labern sind, dann kann ich auch gleich mal sagen, für Batman, wollen wir auch noch spielen, also ich zumindest, und du ja vielleicht auch für den Stream, zumindest da gibt es dann auch Batgirl, und wie kann das sein, zu der Zeit ist hier Oracle, das spielt einfach mal davor. Ach, hast du schon gescoutet? Ja, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt. Yay! Joker incoming! Ja? Ja komm, Batman ohne, ein Batman-Spiel ohne Joker. Not gonna happen. Das Spiel hat schon mal mit ihm begonnen. Ich muss sagen, ich hab's noch nicht, ich hab bloß den Anfang gespielt. Und es beginnt ja allein mit dem Joker. Also. Ja. Also, not gonna happen ohne Joker. Ich meine, der alte, der Joker ist Todwitz. Auf den falle ich auch nicht mehr rein. Ja, sehr schön. Killing Joke Story DLC. Das wäre episch. Das wäre verstörend. Zeichentrickfilm, ne? The Killing Joke. Ernsthaft? Krass. Ja. Ich fand den Comic echt krass. Und hier, meine Lieblingsfunktion in dem ganzen Spiel. Alles auffüllen. Bam. Gibby. So. Oh, wie geil. So. Du hast eine Nachricht erhalten. Ah, du guckst also zu. Sehr schön. Spielt denn auch Assassin's Creed? Du hast schon 4 Leute. Ja, 4 Leute in Zukunft. Wenn du Assassin's Creed auf der PS4 zocken solltest, dann hätte ich da voll mal Möge auf, dass man mal so durch die Gegend zieht und ein bisschen Shenanigans treibt. Assassin's Creed Shenanigans. Ja, ey, da machen wir eine Serie drauf. Ich liebe dieses Wort Shenanigans einfach. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich verliebt. Ja, ich würde auch eine GTA Online Shenanigans Serie ins Leben rufen. Wo ihr auch mitmachen könnt, da werden wir eine Crew eröffnen. Oh, je mehr, desto besser. Genau. Wir versuchen es zwar nicht zu unübersichtlich zu machen, aber so ein bisschen, dass man regelmäßig Leute da hat, das wäre schon geil. Ah, und was ich ja auch sehr nett finde, Schwierigkeit, da kann man nicht gucken, wo man noch nicht hingehen sollte. Also ich kann überall hin, aber hier in dem Bereich zum Beispiel sind die Missionen schon knackig. Schwierigkeit 5 Rauten. Ist das dein gesunder Menschensinn, der da klingelt und ja, der das Rot einfärbt? Genau. So. Ah, ich bin Common Sense is tingling. Ja, ich bin jetzt einfach mal so frech und geh mal kurz raus und guck mal eben in die Nachricht, das will ich jetzt kurz. Wenn ich schon eine bekomme. Du hast eine Nachricht erhalten. Ich bin da. Warte. Nochmal hoch. Mitteilungen. Runter auf Einladungen, glaube ich. Ja, gut, mache ich gleich. Ah, ja, genau, das meine ich. Zu Freunden hinzufügen, ja. Erstmal das, okay. Ja, das war's. Geh wieder ins Spiel. Okay. So, sorry, aber das war mir jetzt wichtig. Du bist da anwendung, genau. Mikrofon ist wieder da, alles klar. Aber der war eben schon auf. Alles gut. So, bist du im Spiel? Was ist da los? Meine Bruderschaft. Dann mache ich ja gleich meine Kontakte. Kontakte ansehen. Snoop Killer. Kontakte online. Einer. Wer? Ja, Snoop Killer. Ja, sehr gut. Einladen nicht möglich. Wieso ist das nicht möglich? Ich will dich einladen. Vielleicht ist er gerade in einem anderen Spiel. Das könnte sein, ja. Einer online, okay. Meine Bruderschaft, Kontakt an... Achso, Bruderschaft kann man nicht direkt organisieren, sondern ist relativ automatisch mit Freunden. Okay. Das ist für mich jetzt auch alles noch ein bisschen neu. Oh, da sind die. Ich liebe Random Encounter. Und es geht halt so unter, aber wie lebendig diese Stadt ist. Das ist so geil. Die besten Random Encounter bisher in einem Spiel sind und bleiben Spider-Man 2. Habe ich vorhin auch schon angesprochen.
Ja, aber ernsthaft, Schnuckler, wenn du kannst, ich würde gerne mal eine Multiplayer-Mission spielen. Das wäre mal geil. Vielleicht sogar so ein Heist, der hier ist. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch Amazing Spider-Man 2, das Spiel soll auch nicht schlecht sein. Ja. Vor allem, weil du da auch die Story wieder einigermaßen selber beeinflussen kannst durch deine Entscheidungen. Okay. Und statt zu das hinten drauf. Ja, mal schauen. Also der Film Amazing Spider-Man war bescheiden. Also nee, ich sag, er war beschissen. Ich konnte den Garfield überhaupt nicht vertragen. Nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber er war kein vernünftiger Peter Parker. Ja, das hat ja Sony auch eingesehen. Jetzt kriegen wir einen Anständigen. Na, eingesehen. Die haben einfach den Druck der Menge erlebt. Das möchte ich nicht sagen. Ist eingesehen. Das ist eine Oda. Können wir mehr Geld machen, wenn wir im Cinematic Universe mitmachen. So sehe ich das. Aber da möchte ich jetzt nicht drüber ragen, weil das Cinematic Universe ist geil. Ihr beiden, ihr solltet lieber aufpassen, was ihr sagt. Ich hätte... Vous suis à jamais redevable. Merci. Da war es. Wie ihm den Mund zuhält, ey. Schweig still. Ja. Also wie gesagt, wenn ich zocke, bin ich eigentlich fast immer für Einladungen zu haben. Weil ich das einmal mal...